Erinnert euch noch, dass die Mayas in der letzten Mission Stress gemacht haben? Nun, den Handlungsstrang vergessen wir mal ganz schnell, denn wie wir wissen, ist Morbus wieder da. Und dieses Mal wollen die drei Völker sich den ein oder anderen Klimmzug gegen das dunkle Volk sparen und direkt zusammenarbeiten. Soweit, so gut. Auf dieser Karte haben wir gleich drei Verbündete, aber die gibt es wirklich nur, damit der Name der Mission Sinn ergibt. Daher mache ich mir gar nicht erst die Mühe, ihre Gebiete zu zeigen. Unser Ziel ist es, einen Priester, ihr 5 Level 3 Schwertkämpfer und Bogenschützen sowie einen Hauptmann in diese Ruine zu bringen und sie von dunklem Land zu säubern. Mit anderen Worten, weil im Siedleruniversum nichts einfach sein kann, halten wir eine wichtige Friedenskonferenz direkt vor der Haustür des dunklen Volks ab, welches einen dunklen Tempel im Südwesten der Karte errichtet hat. Und die anderen Völker tragen natürlich auch nichts zum Schutz dieses Ortes bei, weil man ja alle Aufgaben dem neuen Volk aufbürden kann. Team. Toll, ein anderer macht's. Die einzigen für uns gut zugänglichen Bodenschätze befinden sich im Berg im Zentrum eures Gebiets. Alle Rohstoffe einschließlich Nutzlosium, warum auch immer das platziert wurde, sind hier zu finden. Außerdem erscheint hier nach 20 bis 23 Minuten ein römischer Priester mit ein paar Waren und 120 Mana. Diese Mission ist ziemlich einfach, solange ein paar Dinge beachtet werden. Euer einziger Fluss befindet sich nordwestlich des Berges, eure Nahrungsproduktion sollte also dorthin. Viel interessanter ist jedoch das Angriffsverhalten des dunklen Volks. Auf Leicht sollte es euch nicht von sich aus angreifen, auch nicht nach Ablauf der 60 Minuten Schonfrist. Auf Normal solltet ihr euch nach 30 Minuten nicht mehr zu sicher fühlen. Das dunkle Volk ist zwar hier defensiv eingestellt, aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was das beim dunklen Volk überhaupt heißt. Unabhängig davon gibt es aber auch 4 Trigger, die Angriffe des dunklen Volks auslösen und jegliche Schonfristen oder Verhaltensweisen ignorieren. Ihr solltet also den Übergang in euer Gebiet gesichert haben, bevor ihr diese Trigger aktiviert. Ein relativ schwacher Angriff wird ausgelöst, sobald eure Kaserne fertig ist. Allerdings meiner Erfahrung nach nur mit einem Schaman. Notfalls könnt ihr also auch einfach 10 Siedler zur Grenze bringen. 2 weitere Trigger, beide deutlich stärker, werden aktiviert, wenn eine eurer Einheiten den Treffpunkt betritt oder sich am dunklen Landort zu schaffen macht. Der 4. Trigger ist relativ leicht zu meiden, da er nur anspringt, wenn eine eurer Einheiten dieses Steinfeld durchquert. Allerdings ist es sowieso sicherer, durch die Siedlung der Römer zu marschieren, welche später übrigens auch in Richtung Treffpunkt expandieren werden. Sobald eure Delegation den gesäuberten Treffpunkt betritt, habt ihr gewonnen. Genießt diesen Sieg, denn dies ist die letzte Karte, bevor das dunkle Volk sein wohl nervigstes Ass aus dem Ärmel holt.